Ja, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Infovideo. Ja, gilt eher für die Neueren und deswegen möchte ich gerne noch mal ein bisschen Werbung für mein Promocode machen. ChrissyYT, wenn ihr euch registriert, egal ob Server 1 oder Server 2, dann unter dem Punkt, wer hat euch empfohlen, dann ChrissyYT eingeben. Und dann bekommt ihr, wenn ihr Visum Stufe 3 seid, 20.000 und 7 Tage VIP. Platinum. Oder wenn ihr euch registriert habt, dann slash promo Chrissy YT. Dabei ist die Groß- und Kleinschreibung egal. Ne? Und dann kriegt ihr, wie gesagt, dann auch mit Visumstufe 3 dann 20.000 und 7 Tage VIP Platinum. Ja, das Video gilt für die Neueren unter euch. Und zwar geht es um das Thema Fahrzeugslots. Ja. Und zwar, wenn ihr kein Haus habt, habt ihr bloß einen Fahrzeugslot zur Verfügung. Wenn ihr euer iPhone öffnet mit der Pfeil-Hoch-Taste Auto Plus App. Ja, man hat natürlich kein Guthaben oben. Super, dann fülle ich das noch schnell auf. So, aufgefüllt das Guthaben. Also wie gesagt, ihr öffnet euer Handy, öffnet die Auto Plus App und dann seht ihr, wenn ihr noch auf Überspringen drückt, eure aktiven Fahrzeugslots. Ich habe 2 Stück. Ihr habt leider bloß ein Fahrzeugslot. Ich denke mal, ich habe 2, weil ich zur Miete wohne. Also wenn ihr euch irgendwo einmietet, dann müsstet ihr theoretischerweise auch 2 Fahrzeugslots haben. Und ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten, um diese Fahrzeugslots zu erweitern. Entweder ihr drückt F2, Geschäft, Charakter und dann bei dem Punkt Garagenplätze, da drückt ihr einmal drauf und zwar kostet der erste Fahrzeugslot 500 Majestic Coins und jeder weitere dann 250 Majestic Coins. Das wäre im Prinzip die erste Möglichkeit, um mehr Fahrzeugslots zu bekommen. Die zweite Möglichkeit ist, seit dem letzten kleineren Update, wenn ihr euer Tablet öffnet mit der Pfeil-Runter-Taste, gibt es den Marktplatz, wo ihr im Prinzip, wenn ihr zum Marktplatz geht, der befindet sich hier drüben, das weiße Papier. Da seht ihr die ganzen Auktionen und da gibt es Immobilien und wenn ihr hier guckt, seht ihr die Garagenplätze, 4, 10, 3, 10, 5 und so weiter. Da könnt ihr euch ein Haus gönnen und dann habt ihr sozusagen auch die Fahrzeugslots frei. Ansonsten, wenn ihr jetzt zum Beispiel 2 Fahrzeugslots habt, die beide belegt sind und ihr sagt, nee, das Auto will ich verkaufen, und dadurch einen Fahrzeugslot freischalten. Da habt ihr auch die Möglichkeit, über den Automarkt, der befindet sich unten am Pier, euer Auto zu verkaufen. Oder wenn ihr das Anfängerauto habt, so wie ich, damals das günstigste Auto, was es hier im Start gibt, könnt ihr über den Schrottplatz, den gibt es 3-mal, einmal beim Mülljob, einmal in der Nähe vom Flughafen und einmal oben, aber das wird wahrscheinlich eher bloß für die Boote sein. Könnt ihr euer Auto verschrotten, bekommt ungefähr 10.000 Dollar an Startswert und dann habt ihr wieder einen Fahrzeugslot frei. Natürlich, wenn ihr euer Auto verkaufen oder verschrotten solltet, kleiner Tipp, weil mir das passiert ist, nehmt eure Sachen aus dem Kofferraum raus, sonst sind die natürlich weg. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein mit diesem kleinen Infovideo zu dem Thema Fahrzeugslots, weil das vielleicht doch den einen oder anderen gerade als Neuling vielleicht interessiert. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, gerne meinen Promocode verwenden und dann sehen wir uns mit dem nächsten Video oder nächsten Livestream wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.